Hallo und herzlich willkommen zu Video Nummer 3. Es ist meine dritte Woche auf Ummans. Diese Woche habe ich etwas weniger aufgenommen, weniger erzählt, weniger gefilmt, weil ich Besuch bekommen habe und die Zeit auch irgendwie genießen wollte, nicht die ganze Zeit am Handy zu hängen und zu filmen, sondern eben, ja, mit meinem Besuch die Zeit zu verbringen. Hier auch am Rande schon mal die Info, Tag 20 fehlt ganz bewusst. Das ist also kein Tippfehler. Der Tag fehlt, weil an dem Tag mein Besuch abgereist ist und ich gearbeitet habe und ja, das einfach nicht aufgenommen habe. Was ansonsten so passiert ist, das seht ihr in diesem Video und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Anschauen und sage bis später. Morning! Der erste Tag der dritten Woche. Ich habe fast die Hälfte rum. Gestern war anstrengend. Ich habe von 12 bis 22.30 Uhr gearbeitet. Der Weg zum Toilettenhaus fühlte sich an wie der längste Walk überhaupt. Und ich musste heute Nacht dreimal aufs Klo. Ich durfte den Weg also dreimal gehen. Also starten wir einfach mal in Woche 3. Und womit starten wir nach dem Frühstück? Duschen putzen! Morning! Wir haben schon Dienstag. Yay! Mein Besuch kommt heute. Ist unterwegs. Ich liege noch im Bett. Ich habe geduscht und mir was Wärmeres angezogen. Es war so kalt und ich hatte echt Schiss heute Morgen, als ich wach war. Ich habe länger wach gelegen, weil es so windig draußen war, dass dieser komplette Wohnwagen gewackelt hat. Und wir hatten ja vor einer Weile in Deutschland diese ganzen Hochwasser. Und es soll hier die nächsten Tage so richtig viel regnen und deswegen, ja, hatte ich ein bisschen Schiss in diesem Wohnwagen zu schlafen. Aber es ist ja zum Glück nichts passiert. Achso, und gestern war ich vergleichsweise mal früh im Bett, weil gestern war nichts los. Und deswegen konnte ich um 8 Uhr Feierabend machen. Waren dann auch 8 Stunden, davon eine Stunde Pause, also 7 Stunden arbeiten. Reicht dann auch mal. Und bin dann noch mit zwei Mädels hier spontan spazieren gegangen, was dazu führte, dass ich eigentlich froh war, mal Pause zu machen und bewusst gesagt habe, okay, ich höre jetzt auch um 8 auf zu arbeiten, wenn ich darf, und lege mal die Beine hoch. Ja, und bin dann doch 2 Kilometer länger gelaufen als die letzten Tage, obwohl ich weniger gearbeitet habe. Also 14 Kilometer bin ich gestern insgesamt gelaufen. Dafür, dass nichts los war, kann man mal machen. 20.000 Schritte. Ich bin vor allen Dingen mal gespannt, ob ich morgen überhaupt frei machen darf oder kann, auch wenn es mir zusteht, weil eine von den Mädels hier für 3 Tage jetzt mal Urlaub macht und wegfährt und eine andere hier ein paar Probleme hatte. Ich will da nicht näher drauf eingehen, weil das geht niemanden etwas an, der das nicht mitgekriegt hat. Auf jeden Fall, ja, gab es ein paar Unstimmigkeiten und Probleme und deswegen reist sie früher ab als geplant und sie fährt heute auch nach Hause, ist aber eigentlich für die ganze Woche noch eingeteilt im Dienstplan. Da muss man ja auch irgendwie noch Ersatz finden und wir sind dann auch nicht mehr so viele. Und mein Arm wird schwer, deswegen müsst ihr jetzt mal diese Perspektive ertragen. Genau, aber ich kann es absolut nachvollziehen, dass sie gehen will und im Notfall muss ich dann halt
einspringen, springermäßig, komme ich auf mehr Stunden. Also wäre für mich jetzt auch nicht das Ding. Ist zwar blöd, weil ich Besuch habe, aber sich gegenseitig unterstützen, darauf kommt es an. Und wenn es jemandem nicht gut geht, dann möchte ich das gerne ändern. So, Zeit fürs Frühstück. Ich habe mir aus dem Kichererbsenmehl, was meine Mama mir geschickt hat, Pfannkuchen gemacht. Mit Apfel und mit Zucchini. Und dazu gibt es noch Gurke, einen Aufstrich, Erdnussmus und Tahin. Die sehen sogar richtig gut aus. Guckt mal. Yummy, yummy. So, wir sind zu den Kreidefelsen auf Rügen gefahren. Hier stehe ich mitten im Wald. Die Blase hat gerufen. Meine Kondition ist auf jeden Fall nicht mehr vorhanden. Und ich merke es richtig krass in den Beinen, weil wir jetzt super viel bergauf gelaufen sind. Und ich muss heute noch arbeiten, dass meine Beine doch schon recht müde sind. Aber super schön. Ich zeige euch mal ein bisschen hier, wo wir hier lang gelaufen sind, welche Aussicht man hier hatte. Ja, aber ich bin schon, was die Beine angeht, echt schon müde. Aber richtig schön und ich zeige euch mal, wo ich hier gerade stehe. Und da läuft man halt lang. So, und da gehe ich jetzt auch mal wieder hin. Und dann geht's zurück, weil ich muss ja heute noch arbeiten. So, guten Morgen. Es ist der dritte Samstag, also Samstag der dritten Woche. Einen Samstag habe ich noch vor mir und dann der Samstag fahre ich schon wieder nach Hause. Also 2 Wochen genau muss ich noch. Wir haben jetzt 9:30 Uhr. Ich habe schon geduscht. Ich habe gefrühstückt und gleich muss ich die Damenduschen putzen und wieder arbeiten. Aber ich wollte kurz erzählen, was diese Woche passiert ist. Also weitestgehend unspektakulär. Ich habe diese Woche auch nicht viel gefilmt, weil ich Besuch hatte. Und zwar ist der Besuch am Dienstagvormittag gekommen, nach unserer Dienstbesprechung. Ja, dann haben wir uns ein bisschen unterhalten und zusammen gekocht und dann musste ich arbeiten. Am Mittwoch hatte ich frei, aber hier war wirklich sehr, 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 sehr schlechtes Wetter. Aber mein Besuch hatte einen Laptop dabei und wir haben einfach 3 Filme auf Netflix geguckt, 3 Filme, die etwas über 2 Stunden gingen und haben einfach nur im Wohnwagen gechillt, Rollläden runter und Regen und Wind ausgeblendet. Und am Donnerstag war das Wetter ein bisschen besser. Also hier auf Ummanz war es sehr regnerisch und windig und auch sehr bewölkt. Aber wir sind dann, weil ich erst abends arbeiten musste, nach Sellin gefahren. Und da sind so Kreidefelsen. Das ist quasi auf der anderen Seite von Rügen. Da sind wir, glaube ich, eine Stunde hingefahren, hin und eine Stunde hingefahren. Naja.
Und sind da rumgelaufen. Ich habe dann aber auch relativ schnell gemerkt, dass wenn ich hier den ganzen Tag rumlaufe und eh müde Beine habe, durch einen Wald hoch und runter zu laufen, vielleicht nicht die beste Methode ist. Und am Freitag waren wir noch kurz was einkaufen, Wasser kaufen und dann bin ich, dann ist mein Besuch nach Hause gefahren und ich habe angefangen zu arbeiten um 12. Habe aber gestern schon gemerkt, dass ich sehr, sehr müde bin. Nicht hier müde, so ich könnte jetzt einschlafen müde, sondern einfach körperlich müde. Und jetzt geht, also jetzt muss ich heute um 12 anfangen zu arbeiten und morgen. Ich hatte gerade Mittagspause, 16 bis 17 Uhr. Und kurz vorher hat mir mein Kollege geschrieben, ich muss jetzt um 18 Uhr wieder rein. Und normal würde ich wahrscheinlich sagen, aber nachher komme ich nicht auf meine Stunden. Aber ich habe gestern 8,5 Stunden gearbeitet. Nenne nicht ganz, 8 Stunden 15 statt 6. Also ist es nicht so schlimm, wenn ich eine Stunde habe. Und ich habe auch noch ein paar Überstunden. Ich habe tierisch Magenschmerzen, woran ich merke, dass ich eigentlich dringend Pause brauche. Ja. Deswegen werde ich diese Pause nutzen. Meine Haare hier sind echt furchtbar. Was an den komischen Duschen liegt, die hier ungefähr 20 Sekunden dauern. Und wenn du nicht willst, dass das Wasser ausgeht, dann musst du immer gedrückt halten. Und dann kommt so randommäßig heißes oder kaltes Wasser raus. Ich freue mich so sehr auf meine Dusche. Und vor allen Dingen meine Haaren tut es überhaupt nicht gut, weil die natürlich auch ganz anderes als Wasser gewohnt sind. Was ich erzählen wollte, jetzt wo ich schon im Bett liege, und zwar um, ich glaube, es ist kurz vor 9. Na? Ja, es ist 9 Uhr. Ich liege schon im Bett. Ich habe seit 19 Uhr Feierabend, obwohl, also ich hätte eigentlich länger arbeiten müssen, aber es war nicht so viel los. Und dann wurde ich halt gefragt, ob ich Schluss machen will, weil sonst hätte jemand anders Feierabend bekommen. Und ich bin halt körperlich total platt und ich muss morgen um 12 wieder anfangen. Und da wir morgen Live-Musik haben, wird es, glaube ich, morgen ein bisschen stressiger, weil wir auch voll ausgebucht sind. Und das letzte Mal ging es halt super lang. Und richtig lieb, der Besuch, den ich hatte, hat mir einen Schlafsack hier gelassen, weil meiner, da war mir ja immer so kalt drin und ich habe immer eine Wärmflasche gebraucht. Und das hier ist ein Schlafsack für minus 5 Grad, der bis minus 0, doch bis 0 Grad angenehm sein soll. Und es war tatsächlich so, dass ich hier drin nicht gefroren habe nachts. Richtig lieb. Also er hat meinen jetzt mitgenommen und mir den hier dagelassen und wir tauschen quasi zurück, wenn ich wieder zurück bin. So, ich habe diese Lampe entdeckt, als mein Besuch hier war. Deswegen gibt es jetzt nicht nur rotes Licht. Ja, Sonntag ist endlich vorbei. Es ist 21:29 Uhr. Ich habe heute fast 9 Stunden gearbeitet. Ich hatte eine halbe Stunde Pause, deswegen bin ich unter 9 Stunden, aber es waren eigentlich 9:15 Uhr. Ja, und damit endet die dritte Woche. Was fühlt sich so an, als ob ich schon Ewigkeiten hier bin? Richtig krass. Ich habe auch echt, also es macht mir super Spaß und die Leute hier sind auch immer noch super nett. Und was das angeht, fühle ich mich sehr wohl, aber ich merke einfach, dass ich mich auf mein Zuhause freue. So, und jetzt labere ich hier schon wieder so lange, deswegen wird dieses Video auch wieder lang, obwohl nichts passiert ist. Ich werde jetzt dieses Handy ausschalten, einstecken, ein Buch nehmen, lesen und schlafen. Der Plan und die nächste Woche bleibt das Handy in a dash, habe ich mir vorgenommen. Gucken, ob ich das schaffe. Und das war's auch schon mit dem vierten Video bzw. mit meiner dritten Woche auf Ummerz. Und wer von euch erinnert sich noch, wo ich gewesen bin auf Rügen und was wir da gemacht haben, schreibt es mir gerne in die Kommentare und lasst mich auch wissen, ob ihr selber schon mal da wart. Tja, und im nächsten Video geht es dann um meine erste Praktikumswoche, die ich parallel zu meiner Arbeit hatte. Wen das interessiert, der kann mal ganz schnell den Kanal abonnieren, das ist kostenlos, und die Glocke aktivieren, um das nächste Video auf keinen Fall zu verpassen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns wieder in Woche 4.